Dusche. Ach komm, wir machen es einfach. Besser. Besser. Er ist drauf. Kein Problem. Ja, ich drücke ja schon. Wie viel soll ich noch drücken? Alter Schwede. Finde ich gut. Oh oh. Oh ja. Das war schlecht. Das war ziemlich schlecht. Alter! Jetzt wird's hässlich. Oi, oi. Korea, ah, ich muss hier drücken! Digga! Jetzt macht er hier erstmal die Ju-Bombe, Alter. Oder ein Kamehameha. Fett auf die Fresse gegeben, Alter. Schwör. Digga. Erreicht! 7000 Rio, 2000 SP, Ninja-Zeichen, mal 2. Ah, schön. Jetzt die Rate 46 von 54, das ergibt noch 85% Bonus. S-Ram! Mal 1,5 sind 4.882 Punkte, die wir bekommen haben. Das ist doch schon mal eine Zahl. Und mal wieder Sakura, die sich zweimal den gleichen Handschuh zurechtzieht. かなり際どかったぜ。こいつ、あれを受けて。だがな、最後の最後はオイラの勝ちだ。しまった。
まったく骨が折れたぜ。その瓢箪に粘土仕掛けんのはよ。なかなか隙を見せねえし、さすがに強いじゃねえか。なあ、風影。さーて、これからお前を楽しい場所へ案内するぜ。Speichern. Du, 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 du. さーて集まったな、二人とも。これから第7班で任務に入るぞ。で、どうしたのよ、ナルト。考え事か？いや、あのガーラが風かけになってるとは思ってもみなくてさ。悔しいやら嬉しいやら。悔しいってのはわかるけど、嬉しい気持ちもあるんだ。だって風影になったってことはみんなに認められたってことだろ。それってば、あいつにとってすげえ大変なことだったと思うんだ。でもガーラはそれをやってのけた。頑張って頑張って風影になったんだ。だからなんか俺も嬉しくなってさ。だったらお前も負けてられないな。ガーラに負けないくらい努力しないと。おう、その通りだってばよ。任務をバリバリやって火影への道を突っ走ってやる。あんたってそういうとこ昔から変わらないわね。ってわけでさっさと任務に入ろうぜ、カカシ先生。あ、それじゃまずは任務を引き受けに5代目のところに行くか。Ja, dann machen wir das doch mal, ne, würde ich sagen. Gehen wir direkt zu ihr hin. Was machen die da überhaupt? Die halten Händchen. Guck das an. Die halten Händchen. Finde ich ja total schwachsinnig. Was ich jetzt nur nicht verstehe, ist, dass ich wollte irgendwas sagen jetzt. Wir können mal gucken, ob Kakashi sich irgendwie aufregt. Hui! Ihr kriegt uns gar nicht. So geil. Okay, wir lassen es dabei. Machen wir weiter. Irgendwas wollte ich sagen. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. Also was für eine. Also gut, gehen wir zur Kagevilla, ja, würde ich sagen, ne? Guck mal da. Person. Rechts an. Ja. Oje, wo ist sie denn nur bloß hin? Stimmt etwas nicht? Oder? Was? Oh je, ich habe meine Tochter vor einem Moment aus dem Augen gelassen und schon ist sie irgendwie abgehauen. Ein Kind wird vermisst? Das ist übel. Eine Mutter sucht verzweifelt nach ihrem vermissten Kind und hilft ihr dabei, ihre Mutter zurückzubringen. Ja, schauen wir mal. Was gibt's denn in Rio? Ja, wir nehmen den Auftrag einfach mal an, würde ich sagen. Gut, ich suche nach deiner vermissten Tochter. Was? Du willst sie suchen? Ich finde bestimmt Beschreibung. Beschreiben Sie mir doch einfach mal. Ja. Danke, das ist eine große Hilfe. Also, sie sieht etwas so aus. Sie ist ein kleines Mädchen. Heute Zöpfchen zusammengebunden und ich glaube, sie trägt orange Kleidung. Ich habe vergessen, womit ich sie angezogen habe. Ich bin eine schlechte Mutter. Ich bin eine Rabenmutter. Das war gut, alles klar, ich hab's verstanden. Warte einfach hier, ich werde sie bestimmt in Handumdrehen gefunden. Schnell, wir suchen Großmutter. Ich dachte, wir suchen die Tochter. Wie auch immer, lass uns erstmal mit der Arbeit anfangen. Okay, gut, ja dann. Lassen wir die Tochter einfach weiterhin verschwunden. Das ist mir auch recht. Piep. Oh, guck mal. So, wo will ich sie jetzt eigentlich
finden in der Art und Weise. Ich muss doch irgendwie wissen, wo ich sie. Ne, jetzt Karte. Wo ich sie suchen muss. Ist, so zu nahe gehen. Ja, ist Backtaste, Startmenü. Ich versuche mal die anderen Knöpfe hier. Das war Springen. Warte mal. Ja. Und die da. Ne, das macht keinen Sinn. Ah, ich muss sie bestätigen. Ah, hier. Komm, will ich jetzt nicht wissen. Aufträge. Vermisstes Kind finden. Na gut, das zeigt mir aber nicht an, wo ich jetzt hin muss in der Art und Weise. Das ist relativ doof. Gut, da müssen wir halt. Fangen wir hier. Zwei Stück. Zusammenfassung. Was ist das jetzt hier? Okay. Achso, das ist die Ausrufezeichen, das ist einfach nur eine Mission, die wir jetzt erledigt haben. In der Art und Weise. Okay, cool. Ja, verstanden. Dann machen wir mal weiter. Mission. Entschuldigung, Copyright. Oha. Problem. Naruto, du solltest es nicht übertreiben. Naruto, solltest es nicht übertreiben. Ich übertreibe es nicht. Guck mal, Puppentypi. Oh, du bist. Hä? Wir haben uns doch neulich getroffen. Also, wir haben uns doch neulich getroffen. Ich hätte was von verfluchten Puppen erwähnt. Ja, dafür möchte ich mich entschuldigen. Verfluchte Puppen? Ein Freund von mir hat sie mit einem speziellen Jutsu hergestellt. Sie können alle Chakra aus der Umgebung aufsaugen und in menschliche Gestalt geben. Aus irgendeinem Grund werden diese künstlichen Menschen schnell extrem gewalttätig. Daher nenne ich sie verfluchte Puppen. Ich verstehe, und sie sind immer noch aktiv, nehme ich an. Stimmt. Ich hatte gehofft, ihr könntet Konoha bitte bitten, ein Team zusammenzustellen, um sie zu finden, aber... Fragezeichen? Wenn ich es mir recht überlege, wart ihr es doch, die mir die Puppe überhaupt gemacht haben, oder? Könntet ihr vielleicht auch die anderen Puppen finden? Was? Was hier? Ja, wie ich schon sagte, sind die Puppen extrem gewalttätig. Wenn jemand auf sie trifft, ist erledigt. Scheiße. Aber ihr wart in der Lage, eine der Puppen zurückzustellen und sicher zu mir zurückzubringen. Ich zweifle in keinster Weise an euren Fähigkeiten. Ich verstehe natürlich, dass ihr andere Pflichten habt. Ihr könnt euch einfach um die Sache kümmern, wenn ihr Zeit dafür habt. Fluchjutsu-Meister, erledige den Auftrag des Fluchjutsu-Meisters und hole verfluchte Puppen aus allen Regionen zurück. Insgesamt sollen es 37 Puppen sein. Leckers Mios, Alter. Leckers Mios. Hey, Sensei Kakashi, das machen wir doch, oder? Ich meine, der Mann bittet uns um Hilfe und es sieht so aus, als würde er sie echt gebrauchen. Na gut, wir tun, was wir können. Ich hoffe, du verstehst das. Ihr helft mir also? Dann nimm bitte das hier. Ethan, du hast erhalten Steckbriefliste. Steckbriefliste-Info im Startmenü unter freigeschaltet bestätigen ist die Steckbriefliste zu finden. Diese Liste wird laufend Informationen wirklich im verfluchten Puppen erzeugen. Okay. Verfluchte Puppen holen Info. Puppen holen Schritt 1. Verfluchte Puppen gibt es in allen Regionen. Wenn du auf eine stößt, besiege sie. Alle Chakra getarnten verfluchten Puppen sind in einer Aura des Bösen nicht allzu schwer zu erkennen. Punkt. Verfluchte Puppen holen Info. Puppen holen Schritt 2. Die verfluchten Puppen werden im Verlauf der Geschichte stärker. Sei also vorsichtig, wenn du in einen Kampf ziehst. Liefere gesammelte Puppen beim Fluchjutsu-Meister vor dem Tor der Hokage ab. Verfluchte Puppen holen Info. Informationen einsammeln. Die Fluchjutsu-Meister schickt dir Briefe, Informationen zu den verfluchten Puppen in den einzelnen Regionen. Startmenü, Ereignisse, bestätigen, Steckbrief, aktuelle Informationen, bla bla bla. Nach dem Holen der Puppen. Wenn du es außerdem schaffst, alle verfluchten Puppen zu sammeln und zurückzubringen, kann etwas Positives geschehen, unter Umständen. Musst du es nach? Weiß nicht. So kommen Informationen über die Puppen, sie sind im ganzen Land verteilt. Ihr, meine ich. Zurzeit gibt es nur wenige Informationen, aber ihre Aufenthaltsorte
Aber ich ja noch Scheiße, Alter, ich kann nicht lesen.